Jetzt würde mich interessieren, als Christin, was jetzt nicht sehr überraschend ist, wenn man Mitglied im KKV ist, dass man sich als Christin outet, interessieren von den drei Podiumsteilnehmern, ob sie davon überzeugt sind, dass eine religiöse Grundüberzeugung dem wirtschaftlichen Handeln auch beihilft, dass es dieses mitträgt. Und was eventuell das Christentum anderen Religionen im wirtschaftlichen Handeln noch voraus hat. Weil ich weiß, dass sich Erik Händeler damit intensiver auseinandergesetzt hat, würde ich jetzt erstmal ihm das Mikro in dieser Frage übergeben. Ach du meine Güte, weil da redet man morgen ganz intensiv drüber, aber dass man es kurz macht. Ich habe schon gesagt, alles andere ist austauschbar. Wir bekommen einen wirtschaftlichen Wettbewerb, der entschieden wird über Kultur. Und Kultur ist immer geprägt von den religiösen Wurzeln, von den Wertvorstellungen. Selbst wenn wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben, sind die Vorstellungen von dem, was wichtig ist im Leben und wünschenswert und was ich anstreben soll, das ist geprägt von den religiösen Wurzeln. Jetzt hat der Huntington vor 20 Jahren geschrieben, Clash of Civilization. Der hat sich das damals so vorgestellt, da gibt es die russische Welt, die russisch-orthodoxe, und da gibt es Afrika und Asien und der liberale Westen, und diese verschiedenen Kulturen kämpfen gegeneinander. Und damals war das ja so, dass die ganzen Kriege der 90er Jahre an diesen Kulturgrenzen waren. Aber dann kam das Internet und auf einmal sind jetzt alle Welt- und Wertvorstellungen weltweit vertreten. Zu uns kommen immer mehr Moslems, und wenn man so in Betrieben ist, da stehen in den ganzen Managerbüros so kleine Buddhas. Und das Christentum breitet sich aus in Asien, in Afrika. Allein in Saudi-Arabien leben inzwischen 800.000 Christen, als wegen den Gastarbeitern. Und das heißt, alle Religionen und alle Wertvorstellungen sind weltweit vertreten. Auch, sagen wir mal, der Liberalismus oder so, der totale Individualismus, den gibt es ja inzwischen auch in allen Kulturen. Ich bin mal angerufen worden von einem Mann, sag ich mal, der war Wirtschaftsredakteur gewesen beim Handelsblatt oder so, und dann hat er in den 90er Jahren eine Finanzberatung gemacht, hat Millionen verdient, hat seine Firma verkauft, jetzt sitzt er irgendwo in Mallorca, isst seinen Hummer und langweilt sich. Und hat mich gefragt, ob er irgendwie für mich kostenlos arbeiten könnte, recherchieren. Der ist geschieden, hat einen Sohn, der mal vorbeischaut, aber nichts mit ihm redet, der hat eine Lebensgefährtin, haben sich nichts mehr zu sagen. Da habe ich in die Hölle geschaut. Also da habe ich begriffen, was Liberalismus, also diese Vorstellung vom totalen Individualisten, der seinen Nutzen optimiert und sagt, wenn jeder um sich kümmert, dann ist für alle gesorgt. Also das ist auch eine Weltanschauung. Und so sind alle Weltanschauungen, Religionen weltweit vertreten, und wir bekommen auf einmal einen Wettbewerb der Religionen, der nicht entschieden wird von der Kalaschnikow oder von den Theologen, weil das liest im Moment normalerweise kein Mensch, sondern der religiöse Wettbewerb wird entschieden über die Frage, wer kann besser Kooperationsfähigkeit herstellen, weil alles andere, Technik, Kapital, ist ja alles austauschbar weltweit. Und deswegen, darüber werde ich morgen noch ausführlicher reden, wir müssen immer im Hinterkopf haben, wie geht es mit dem KKV weiter, der überaltert ist, der aus einer Zeit anderer Bedürfnisse kommt. Und wenn die Aufgabe vom KKV ist, Schnittstelle zu sein zwischen Kirche und Wirtschaft, da müssen wir uns anschauen, was ändert sich gerade an den wirtschaftlichen Strukturen und warum ist es diesmal ganz besonders spannend, weil es ja um Sozialverhalten geht, was auf religiösen Werten, und dann müssen wir uns morgen Gedanken machen. Danke, Erik Händeler. Der Applaus zeigt, morgen gibt es Vertiefungsbedarf. Also ich schiebe vielleicht nochmal eine Frage hinterher. Das Christentum nimmt ja den Einzelnen wahr. Und zugleich billigt es auch Nicht-Christen die volle universale Würde des Menschseins zu. Insofern ist es schon etwas ganz Besonderes, denn andere Religionen billigen all das vor allem ihren Religionsmitgliedern zu, denen, die auch ihrer Religion angehören. Und insofern werden da, also ich bin auch Religionswissenschaftlerin, insofern werden da manchmal Grenzen gezogen, die das Christentum ganz entschieden nicht zieht. Und jetzt würde mich interessieren, Herr Büchel, hat das für Sie als Wirtschaftstreibender, als Unternehmer eine Auswirkung? Also zum einen sage ich, es wäre schade oder katastrophal, wenn man nur auf christlicher Basis vernünftig zusammenleben könnte oder Unternehmen führen könnte. Wir dürfen uns auch nicht überschätzen. Im Übrigen habe ich gelernt, dass zwischen den Religionen
nicht so große Unterschiede sind. Wir haben momentan diese Islamisten, die eine ganz normale Religion in eine Ecke schieben, als wäre es eine radikale. Und unsere Kreuzzüge haben wir dabei schon wieder vergessen. Wir waren mal genauso radikal oder im übertragenen Sinn. Was aber, wenn ich mich selbst jetzt nehme, jeder Religion zugrunde liegt, das ist aus meiner Sicht zwei Dinge. Zum einen glaube ich, dass jeder Mensch, ob bewusst oder unbewusst, ein gewissen Wertesystem braucht, an dem er sich orientieren kann. Und das sieht man heute an den jungen Leuten, wo die zum Teil ihre Werte herholen, weil ihnen, sagen wir, unsere katholische Grundausbildung fehlt, dann klammern sie sich an ganz andere Dinge, aber irgendwo braucht jeder so ein System. Und das Zweite ist, was ich meine, warum Religionen auch entstanden sind, der Mensch ist aus der Evolution heraus als Egoist geboren. Vielleicht aus Überlebensdrang oder was auch immer. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat jeder egoistische Züge und schaut erst auf sich und dann auf andere. Und da sind die 10 Gebote ein unglaublich einfaches Gerüst, um Leitplanken zu setzen. Und wenn ich mich jetzt selbst sehe, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr waren wir hier in einer kleinen Runde, haben wir diskutiert, und da haben sie auch nochmal gefragt, hast du eigentlich jetzt deine unternehmerischen Entscheidungen so auf der Basis unserer katholischen, 10 Gebote gefällt? Dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. In Wirklichkeit muss ich das revidieren, habe ich schon. Und zwar das Beste, was man überhaupt machen kann, als Kind in irgendeinem Glauben erzogen werden, der Leitplanken ins Gehirn einpflanzt, die wir dann als Gewissen bezeichnen und die du dein Leben lang nicht mehr verlierst, egal ob du willst oder nicht. Und selbst wenn du mit 50 aus der Kirche austrittst, bin ich mir sicher, dass die Leitplanken im Kopf trotzdem drin bleiben. Weil die Kirche ist das eine und die Glaubensgrundsätze oder diese Spielregeln sind das andere. Und ich habe an mir, wenn ich so im Nachhinein sehe, ich habe mich eigentlich völlig intuitiv verhalten, aber wenn ich so zurückdenke, was ich alles gemacht habe, habe ich mich trotzdem, soweit es ging, immer in diesen Leitplanken bewegt, ohne dass mir das bewusst geworden ist. Und das ist eigentlich das Beste, was es gibt. Wenn bei mir im Büro die 10 Gebote an der Wand hängen würden, dann würde mich das einengen. Dann würde ich mich tendenziell eher dagegen wehren, weil ich will ein freier Unternehmer sein. Aber wenn du so aufgezogen bist, und da glaube ich, spielt es keine Rolle, in welchem Glauben du musst, das Wichtige ist in der Erziehung irgendwelche Leitplanken im Kopf, dass es noch ein Gewissen gibt. Und das ist vielleicht auch, ich bin jetzt auch so ein Altkluger und die Alten haben über die Jungen geschimpft und alles wird schlechter. Aber da sehe ich innerhalb einer Generation schon einen unglaublichen Verlust an Wertebildung, gerade bei den Kindern, dass die diese Leitplanken in der Form nicht mehr mitkriegen und dann erstmal orientierungslos durch die Gegend laufen und sich selbst irgendwo die Werte wieder ordnen müssen, neben den staatlichen Gesetzen, aber die helfen im Regelfall sowieso nichts. Kurze Nachfrage, um was zu verhindern. Was kann man dagegen tun, dass die Jugend nicht orientierungslos aufwächst? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich war mein Leben lang sehr schulnah. Also ich war Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule, dann am Gymnasium, dann war ich lang Hochschulratsvorsitzender an der Hochschule. Ich war immer nah an den jungen Leuten dran, weil es mich einfach interessiert hat und weil ich meine, wir können gar nicht viel genug investieren in die Jugend, weil das die Zukunft von morgen ist. Und da sind wir wieder beim Menschen. Da menschelt es nämlich wirklich und da müssen wir viel mehr reinstecken in nicht bloß in die Ausbildung, um ihren Beruf zu erlernen, sondern heute viel mehr in die Ausbildung, wie man mit dem Leben umgeht. Und das ist nämlich mit die größte Herausforderung innerhalb einer halben Generation. Wer hat denn vor 20 Jahren den Begriff Burnout gekannt? Ich nicht. Ne? Und vor 50 Jahren hat keiner den Begriff Umweltschutz gekannt. Also wir haben schon Veränderungen, die sich durch Schlagworte beschreiben lassen und die eine unglaubliche Herausforderung an die ganze Gesellschaft sind, dafür Lösungen zu finden. Ich bin jetzt gerade dabei, in Ingolstadt so ein Institut für Nachhaltigkeit an der Hochschule zu gründen. Und da soll ein Schwerpunkt werden, Modelle zu entwickeln, wo wir alle Schulsysteme, angefangen im Kindergarten bis in die Hochschulen, das Thema Nachhaltigkeit als Leitplanken bei den jungen Leuten platzieren, dass sie bei dem, was sie nachher machen, ob es jetzt betriebswirtschaftlich, technisch oder was auch immer ist, irgendwo so eine Leitplanke mitnehmen und sagen, ich muss auch dran denken, können wir das die nächsten 1000 Jahre so machen oder bringt es bloß schnellen Profit? Vielen Dank, Herr Büchel. Herr Birner, haben Sie einen Bezug zum Christentum oder zu einer religiösen Grundposition, wo Sie sagen, das leuchtet mir ein, dass das auch für das Menschsein in der Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt? Das wäre jetzt der erste
Punkt an dem heutigen Nachmittag sein, wo ich Sympathien verlieren werde. Denn ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich bin katholisch getauft, musste auch jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ich glaube nicht, dass es zwingend Voraussetzung ist, dass man christlichen Glauben hat oder an eine andere Religion verfolgt, um zum Menschen zu werden, der nach bestimmten Werten lebt. Die Frage ist allerdings, wo kommen die Werte her und wie werden diese Werte vermittelt? Weil eine Wertegesellschaft brauchen wir. Und wenn ich jetzt mal so daran denke, wie die jungen Menschen, die, mit denen ich begegne, bin sehr zuversichtlich, dass da junge Leute heranwachsen, die ein anderes Wertebild haben wie ich. Beispielsweise, um es mal in Worte oder in ein Bild zu bringen, vor kurzem diskutiere ich mit jungen Leuten von der Gewerkschaftsjugend über das Essen. Und da waren wir schnell bei vegetarisch und vegan. Und da sage ich, ja, warum seid ihr vegan? Waren gleich drei vegan. Und dann haben die mir sehr überzeugt begründet, warum die jetzt kein Fleisch essen und keine Milchprodukte, wegen der Massentierhaltung und auch bei der Milchproduktion ist ja auch Massentierhaltung dahinter. So, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine, oder die Haltung von jungen Menschen Flüchtlingen gegenüber. Also da sind ja Werte da, ob die jetzt alle durch, gerade hier in München, ob die alle durch christlichen Glauben geprägt sind oder ob sie die Werte auf dem anderen Weg mitbekommen haben, das kann ich nicht beurteilen. Was will ich sagen? Zwingende Voraussetzung ist es aus meiner Sicht nicht, dass wir das aus dem christlichen Menschenbild herführen. Aber ich will nicht kleinreden den Wert, der durch den katholischen Glauben und auch durch den evangelischen Glauben, also die Werte, die da vermittelt worden sind, dass die prägend sind für unser Gesellschaftssystem. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber es ist, glaube ich, nicht die einzige Quelle, wo man Werte erleben, erfahren und dann auch zu einer Überzeugung kommen kann. Danke, Herr Birner. Also wir sehen hier ganz deutlich einen Punkt, dass eine wertebasierte Gesellschaft nicht unbedingt jetzt völlig unbestritten die Werte der letzten Generation 1:1 übernimmt. Das ist auch eine Tatsache, mit der wir klarkommen müssen und einladend klarkommen müssen. Klammer zu. Jetzt hätte ich noch die Bitte einer Rückmeldung von Erik Händeler an die Adresse von Herrn Büchel und dazu übergebe ich ihm gerne das Mikro. Also die Frage, ob die Religion völlig wurscht ist. Entscheidend ist das Verhalten. Entscheidend ist jemand an der Gruppe orientiert, dass der sagt, der Einzelne tut sich der Gruppe unterordnen und andere Gruppen werden bekämpft. Das ist eine Gruppenethik. Dann gibt es einen Individualismus, der sagt, ich mache mein Ding. Das interessiert mich nicht, was meine Kultur, mein Land, meine Gruppe sagt. Ich mache mein Ding. Und Universalethik ist dann eben, dass ich sage, ich habe Respekt vor den berechtigten Interessen der anderen. Und ich glaube, es geht nicht um das Etikett. Deswegen gibt es ja im Christentum auch das anonyme Christentum. Also wo Jesus da sagt, ja, ich war nackt, du hast mich bekleidet, ich war im Gefängnis, du hast mich besucht. Und dann fragt er, ja, ich war doch, ich habe doch gar nichts gemacht. Und er sagt, ja, das, was du beim geringsten meiner Brüder... Also es geht nicht um das Etikett, wie der barmherzige Samariter, der von so einer wenig geachteten Sippe da ist und sich um den Nächsten kümmert. Es geht nicht um das Etikett. Aber das Gedankengut, was das Christentum in die Welt getragen hat, ist eben, dass es nicht mehr um die Gruppe ist. Da sagt Jesus, sagen die anderen, da sind deine Geschwister da und willst dich nicht um die treffen. Dann sagt er, das interessiert mich nicht, meine Familie, sondern meine Brüder und Schwestern sind die, die den Willen des Herrn tun. Also, dass man seine Gruppe verlässt und sich als Einzelner entfaltet, aber Respekt vor den anderen hat. Jetzt ist es so, im Buddhismus zum Beispiel geht es darum, dass man sein Karma verringert. Und auch gute Taten tun ja mein Karma wieder vergrößern. Also versucht man alles zu vermeiden, was mein Karma irgendwie verlängert. Und jetzt unter dem Einfluss des Christentums ist es auf einmal so, dass man im Buddhismus plötzlich für das Karma der anderen meditiert. Also gibt es auch Wechselwirkungen. Und es ist natürlich in der islamischen Umma, der Einzelne muss sich der Gruppe unterordnen und wir sind die Gruppe. Und das ist jetzt eben der Punkt. Entscheidend ist das Verhalten. Nur es zeigt sich ja, dass unterschiedliche Länder unterschiedlich erfolgreich sind. Warum kriegen die Inder nichts auf die Reihe? Die haben zwar ein paar 10.000 Programmierer, aber das ist bei 1,2 Milliarden Leuten, fällt es nicht ins Gewicht. Wieso kriegen die nichts auf die Reihe? Weil im Kastenwesen ist das halt so, dass man sagt, ja, mein Chef ist von der niederen Kaste, jahrtausende lang haben dem seine Vorfahren, meinen Vorfahren gedient, ich mache jetzt nicht, was der mir anschafft. Und dann müssen die halt auf Wohlstand verzichten, weil ihre Kultur wollen sie nicht ändern. Also ist die Religion sehr wohl unterschiedlich. Wobei es bei uns im Christentum eben auch diese gruppenethisch, wenn sie nach Ungarn kommen, das ist ein gruppenethisches Christentum.
Deswegen sind die ja so nationalistisch. Oder Kaczynski in Polen, das ist ja kein Christentum, das ist eine Gruppenethik. Und es gibt auch in den 70er Jahren, also viele Theologen, die ich so erlebt habe, das ist für mich reiner Individualismus gewesen, aber keine Universalethik. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist Universalethik. Deswegen, die Religion macht sehr wohl den Unterschied. Aber es geht nicht ums Etikett, sondern es geht ums Tun. Aber der Durchschnitt, die Mehrheit, merkt man halt einfach, das Abendland war erfolgreicher, weil man da den Individualismus hat. Warum haben wir den Individualismus entwickelt? Zu einer Zeit, als es völlig normal war, dass man andere Menschen kaufen und besitzen kann als Sklaven. Und da kamen jetzt die Juden des Alten Testamentes daher und haben gesagt, der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Jeder hat die gleiche Würde. Ob du alt bist oder jung oder hübsch oder hässlich, egal. Jeder hat die gleiche Würde vor Gott. Und nachdem die Juden unter sich bleiben wollten, sind dann auch sehr gruppenethisch, hat dann das Christentum diesen Gedanken in die Welt getragen. Und dann haben wir seit der Aufklärung den Individualismus entwickelt, bis hin zu einem gewissen Überindividualismus. Und deswegen konnten bei uns das hinterfragen, dass man gegen die Gruppe sich stellt, weil man eine bessere Idee hat. Wie viele Nobelpreisträger gibt es denn aus Japan? Wie viele Nobelpreisträger gibt es aus China? Die können noch so viel lernen. Da sind mir deutsche Kinder lieber, die ihren eigenen Neigungen und Neugier nachgehen und nicht Lehrbuch irgendwas büffeln. Weil darum geht es nicht in Zukunft. Also Religion noch. Also ich danke dir, Erik, dass du mir das Mikro dann doch, obwohl du richtig leidenschaftlich jetzt in Fahrt bist, so kurz und schmerzfrei zurückgegeben hast. Jetzt fiel vorhin gerade der Landesname Ungarn und da würde ich gerne Herrn Büchel nochmal öffentlich auch fragen. Sie haben ja viele Niederlassungen Ihres Unternehmens auch in Ungarn. Mehr als in Deutschland, sogar 300 Leute in Ungarn, 200 in Deutschland. Wie geht das denn für Sie? Das ist vielleicht für uns jetzt in der Runde auch ganz interessant, wenn Sie als Unternehmer in einem Land tätig sind, das zunehmend nationalistischere Positionen vertritt und auch zum Teil, Sie haben ja am Telefon geschildert, den Fall eines Mitbewerbers aus Österreich, der im öffentlichen Sektor tätig war, der dort einfach enteignet wurde. Ja gut, das ist ein Thema, das konnte im Prinzip in jedem Land passieren. In Bayern wird zurzeit auch enteignet, massiv in unserer Branche. Ganze Landkreise schmeißen die Privaten raus, verstaatlichen die Müllabfuhr, kaufen sich Autos, stellen Leute hin. Also da müssen wir nicht nach Ungarn gehen und gar nicht viel weiter gehen. Wir haben da eine Entwicklung, die ist unsäglich und die ist einem Kommunallobbyismus geschuldet, der genauso schlimm ist wie der Industrielobbyismus, der überbordet aus meiner Sicht. Und beides ist ungesund für eine Gesellschaft. Das aber bloß am Rande, weil Sie sagten, Ungarn, dieses Enteignungsthema, das möchte ich eigentlich außen vor lassen. Was interessant war in Ungarn, und das hängt auch ein bisschen mit dem zusammen, was der Herr Händeler gesagt hat, weil ich bin da nicht ganz seiner Meinung. Wir hatten ja bis vor nicht allzu langer Zeit eine Feudalherrschaft in Mitteleuropa, wo der Mensch selbst Eigentum von irgendeinem Feudalen war, eigentlich Leibeigene, Fronherren gab es und so weiter. Also wir müssen uns nicht so weit wegtun. Es ist nicht so, dass unsere christliche Kultur die Reinkultur ist, sondern die hatte genau die Ausprägungen negativ wie eigentlich jede andere Religion. Und was aber in Ungarn, ich sage mal nur ein praktisches Beispiel, was für mich erschreckend war. Ich habe da unten, wir haben einen Auftrag bekommen und haben dann eine Firma übernommen, die dort schon tätig war. Die hat ungefähr 40, 50 Mitarbeiter mit einem Geschäftsführer. Und dann hatten wir die erste ungarische Firma, ich habe sie noch so genannt, das, auch das ist ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Wenn Büchel draufsteht, ist Büchel drin. Wir haben im Regelfall, wir laufen nicht anonym durch die Gegend. Damit verantworten wir mit unserem Namen auch, was wir tun. Und die Firma hat Rabachem geheißen, ich habe gesagt, machen wir gleich Büchel Hungaria und war noch stolz drauf, aber da war nicht Büchel Hungaria drin. Vor allem, was den Umgang mit den Mitarbeitern betraf. Und da gebe ich jetzt ein kleines Beispiel. Wir haben die Firma irgendwo im April oder Mai übernommen und dann Weihnachten haben wir gesagt, machen wir eine Weihnachtsfeier wie bei uns in Deutschland mit den Mitarbeitern. Das ist bei uns so üblich, werden bei uns die Mitarbeiter eingeladen mit Angehörigen im Regelfall. Dann machen wir die Weihnachtsfeier ein bisschen außerhalb von Göhr, wo unser Standort war, in einem wunderschönen Restaurant und sind mit dem Bus rausgefahren, weil die meisten Mitarbeiter eigentlich nur ein Fahrrad hatten und dann nicht rausgekommen sind. Also mit Bussen raus. Ich fahre mit meiner Frau an die Firma hin, wir steigen in die Busse ein, sage, wo ist unser Geschäftsführer? Ja, der setzt sich doch nicht mit den Mitarbeitern in den gleichen Bus. Dann sind wir, also war für mich, das ist jetzt 15, das war 2000, ne? Dann sind wir an dem Lokal angekommen, dann stand er schon mit seinem grünen Jeep, weil er war auch nur ein Jäger und Harley-Fahrer, ist ja alles okay, aber
da ist für mich nochmal so deutlich geworden, und da schaue ich mal zu meinem Nachbarn rüber, was in Deutschland erreicht worden ist, grundsätzlich erstmal im Umgang Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und das war jetzt noch nicht einmal der Inhaber des Unternehmens, sondern der hat halt einfach sein Unternehmerdünkel da rausgespielt und hat die als Menschen zweiter Klasse betrachtet und gesagt, ich gehe doch mit denen nicht rein. Wir konnten mit denen kein Wort reden, aber die sind uns an den Hals gefallen, die Ungarn. Und das war mit, und da kommt auch einmal das Thema Menschlichkeit. Die beste Investition, die ein Mittelständler zumindest machen kann, ist sich persönlich um seine Mitarbeiter kümmern, sich zu zeigen, auch mit dem auf die Weihnachtsfeier zu gehen. Meine Frau musste mit den Ungarn, ist vielleicht ein bisschen anekdotisch, aber lockert das Ganze ein bisschen auf, wir kannten das alles nicht. Dann waren wir da mit den Leuten drin gesessen, dann standen am Tisch solche Gläser in der Größe und Schnapsflaschen. Und da wurde erstmal Schnaps, da gab es noch nichts zu essen, und dann ist erstmal Schnaps getrunken worden. Und dann hat die Musik gespielt, dann haben die Ersten schon getanzt, da hat es auch noch nichts zu essen gegeben. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, dann haben die scheinbar so Mutproben gemacht, wer tanzt mit der Chefin aus Deutschland. Ne? Und dann haben sie meine Frau geholt. Dann hat meine Frau zu mir gesagt, wenn da jetzt einer kommt, was soll ich denn da machen? Dann sage ich, tanzen. Und, aber das war, die Leute beim nächsten, in der nächsten Weihnachtsfeier kamen die Leute mit Fotoalben, haben uns ihre Familien gezeigt, ihre Kinder gezeigt, konnten mit uns nicht reden, aber meine Frau, die ist von Tisch zu Tisch gereicht worden, und die Firma war versaut, der Geschäftsführer, das war ein Ganovian, ein Mafioso durch und durch, der hat alles beschissen, was man bescheißen kann, aber bin ja auch erst ein Jahr später draufgekommen, und die Mitarbeiter, da war jeder nur drauf aus, für sich was gut zu machen, wie es in sozialistischen Gesellschaften im Regelfall immer so ist. Da sagen alle sind gleich, aber jeder will nicht gleich sein, und dann versuchen sie erstmal für sich was zu holen. Und wenn ich im Nachhinein schaue, die Entwicklung unseres Unternehmens in Ungarn, die größte unternehmerische Leistung, da haue ich mir mal richtig auf die Schulter, war, diese versauten ungarischen Mitarbeitern zu Büchel-Mitarbeitern zu machen. Und heute steht Büchel drauf und ist auch Büchel drin. Und die Leute, die haben saubere Arbeitskleidung, die sind stolz, dass der Büchel draufsteht, dass sie in unseren weißen Autos fahren. Wenn die in Ungarn alles unsere Branche, wenn es nicht ausländische Firmen sind, das ist Schrott, das ist Müll, das ist unsauber, die Arbeitsplätze katastrophal. Und wenn die plötzlich merken, unsere Mitarbeiter, ich bin in einem Vorzeigeunternehmen und entwickeln die einen unglaublichen Stolz und gehen dann irgendwann genauso durchs Feuer für die Firma, wie sie es bei uns in Deutschland machen. Und dann kannst du sagen, meine Mitarbeiter sind mein Kapital, aber es gibt kein Kapital, auch Mitarbeiter, vor allem nicht Mitarbeiter, in das du als Unternehmer nicht persönlich investierst. Ich wollte trotzdem noch mal gern nachfragen, auch wenn ich jetzt vielleicht lästig bin, die politische Situation in Ungarn, wie gehen Sie mit der um? Hoffen Sie darauf, dass es auch mal dort wieder anders wird, offener wird? Oder bringe ich Sie jetzt gerade mit der Frage in eine ganz blöde Lage? Nein, Sie bringen mich nicht in eine blöde Lage, weil ich halt nichts dazu sagen kann. Zum einen kann ich natürlich die politische Situation nicht ändern. Man muss damit leben, dass in jedem Land die Bevölkerung von Zeit zu Zeit einen Politikwechsel herbeiführt. Jetzt haben wir es gerade in Amerika, also da ist ja Ungarn jetzt harmlos gegen das, was politisch dort abläuft. Schlimm ist es dann, und das ist eigentlich die wichtigere Botschaft, die Politik und die Wirtschaft sind so verzahnt. Und wenn Politik oder Wirtschaft nicht richtig funktioniert, dann ist der Leidtragende im Regelfall der Unternehmer, aber noch mehr immer die Mitarbeiter. Und was ich in Ungarn gelernt habe, ist auch, dass es aus Ungarn ist in den 90er Jahren unglaublich explosionsartig gewachsen. Wir haben in Göhr in einem Industriepark investiert. Das ist explodiert drumherum. Der größte Industriepark Ungarns. Also da ist das losgegangen wie wild. Und das Land hat sich entwickelt. Aber, sagen wir mal, nach und nach wandern die ersten schon wieder ab, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Es kommen zwar immer wieder welche dazu, aber es ist einfach, die Wirtschaft und Politik müssen miteinander richtig funktionieren, ein richtiges Verhältnis haben, weil auf der Strecke bleiben einfach die armen Leute. Und ich habe diese Explosion in Göhr gesehen, wie die Unternehmen aus dem Boden schießen, wie die Leute zwar Arbeitsplätze bekommen haben, aber das Elend der armen Leute ist Elend geblieben.
da hat sich nicht viel geändert aus meiner Sicht, in der Wahrnehmung und auch in der Diskussion mit den Mitarbeitern insgesamt. Und das darf einfach nicht passieren. Und da komme ich wieder auf Deutschland, weil das auch so ein Lieblingsthema von mir ist. Ich habe einfach Sorge, dass diese Schere arm-reich, selbst bei uns in Deutschland, schon viel zu weit und immer noch auseinandergeht. Das dürfen wir doch nicht zulassen. Und das können wir nicht. Und das können wir aber nicht den Armen überlassen, das zu ändern, weil sonst brauchen wir eine Revolution. Sondern wir Reiche müssen die Verhältnisse so gestalten, dass jeder, der sich vernünftig verhält, eine Leistung bringt, in einem Land sich wohlfühlen kann, leben kann und nicht ein paar wenige immer mehr für sich reklamieren, wobei ich das Vermögen, und das möchte ich auch dazu sagen, ganz strikt trenne zwischen Privatvermögen und Unternehmensvermögen. Wenn einer sagt, wie reich ist Büchel, dann kann er entweder mein ganzes Vermögen nehmen, aber das Hauptvermögen, das steckt in meinen Unternehmen und das würde ich mir nicht gern zurechnen lassen, weil solange das mein Geld in meinem Unternehmen steckt, das Kapital, gehört diese Firma uns und unseren Mitarbeitern. Das sagen wir auch öffentlich und so verhalten wir uns auch. Wenn ich morgen die Firma verkaufe, dann ist es was anderes und dann sollen sie mich mit einem Spitzensteuersatz besteuern, der auch nicht unbedingt bloß bei 45% oder 47% liegen muss. Das sind zwei Welten. Und bei uns wird halt jetzt so, wenn man sagt, 1% der Bevölkerung hat 50% Vermögen oder so, das sind ganz gefährliche Diskussionen, weil ich glaube, ein ganz großer Teil dieses Vermögens ist in Unternehmen gebunden und da sollte man strikt voneinander trennen. Auch von der Besteuerung bin ich der Meinung, privat besteuern, Hochverdiener, hochbesteuern, hoher Steuersatz. Firmenbesteuerung so, dass die Firmen nicht geschwächt werden. Und da war das Thema Erbschaftssteuer, haben wir gerade noch die Kurve gekriegt. Ist doch eine Katastrophe, wenn ich meine Kinder finde, dass die nachfolgen und diese Firma weiterführen. Dann sagt der Staat, jetzt wird aber mal das Eigenkapital reduziert und dann könnt ihr wieder 30 Jahre aufbauen. Ne? Die Arbeitsplätze sind dort am sichersten, wo am meisten Kapital in der Firma steckt. Da wirft dich nicht gleich jeder Wind um, das ist kleines Einmaleins. Und da darf ein Staat, solange ein Betrieb lebt, darf er diesem Betrieb nichts an Substanz entziehen, die der Betrieb braucht, auch um die Arbeitsplätze zu sichern. Herr Büchel, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne eine letzte Runde hier machen, bevor das Mikrofon an Sie geht. Wir haben jetzt sehr viel über Menschen gesprochen, die eigentlich flexibel sind, kreativ sind und es wirklich schaffen, auch in anfordernden Zeiten sich wirtschaftlich gesund zu erhalten. Aber was ist mit den wirklich Schwachen der Gesellschaft, mit Menschen, die sich jetzt nicht so sehr digital noch einbringen können oder die gesundheitliche Einschränkungen haben? Da würde ich ganz gerne als Letztes eine kurze, wirklich kurze Abschlussrunde machen. Und wie schätzen Sie die Chancen dieser Menschen ein und wie kann man sie unterstützen, dass auch sie wirklich eine Chance für die Zukunft haben? Da ist in der Pause auch drüber diskutiert worden. Ich bin der Meinung, wir werden auch die wenig Gebildeten brauchen. Also wir haben immer die Vorstellung, da gibt es dieser Mangel an Fachkräften und wir haben dieses Prekariat. Und beides passt natürlich nicht zusammen. Aber was wir machen können ist, wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, wenn der Hoffähiger zum angelernten Arbeiter wird und der macht eine Ausbildung und der wird zum Techniker. Also wenn jeder sich eine halbe Stufe weiterentwickelt, dann kriegen wir so einen Sogeffekt, dass wir oben die qualifizierten Stellen ein bisschen besser besetzen können und unten die trotzdem reinkommen. Und dann ist es so, wir können schauen, versuchen, dass die wenig Qualifizierten, die Hochqualifizierten entlasten bei der Routine. Ich glaube, in München war es, wir haben einen Mangel an Bauelektrikern. Und da hat die IHK Langzeitarbeitslose ausgebildet in 3-Monatskursen für Bauelektrikhelfern, die dann die Schlitze in den Rohbau reinfräsen, wo der Bauelektriker dann mit der Kreide den Ding hingemacht hat. Und damit war 80% der Arbeit abgenommen. Also natürlich ist es schwierig, die große Angst ist, die Abgehängten und die Schere geht immer weiter auseinander. Das ist ein Problem, aber wir können was tun. Und deswegen geht die Welt nicht unter, sondern auch da wird die Welt besser werden. Vielen Dank. Herr Büchel bitte und dann Herr Birner. Ja, der Erik Händler hat mir eine Steilvorlage mit seinem Hoffähiger gegeben. Weil bei aller Entwicklung und Digitalisierung, ich glaube nicht, dass irgendwann der Computer unseren Hof sauber macht. Wir werden auf verschiedensten Ebenen werden wir nach wie vor Menschen brauchen, die das machen. Und ich bin deshalb so dankbar für den Begriff, weil ich das bei uns immer als Beispiel nehme, wenn ich mit unseren Führungskräften rede. Ich habe in der Firma angefangen, da war ich, wir haben Baufirma, war eigentlich das Dominante bei uns. Ich war der Bauingenieur, der Kapo auf der Baustelle, bin mit Gummistiefeln rumgelaufen,
habe mich wohlgefühlt mit meinen Mitarbeitern, jeden Tag hast du gesehen, was du gemacht hast, dann ist die Firma gewachsen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich ins Büro musste. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, das war eine Katastrophe. Ich habe lange gebraucht, das zu verkraften, weil dann saß ich im Büro. Wenn einer angerufen hat, gab es nur noch Reklamationen. Alles, was gut gelaufen war, habe ich nicht gesehen. Was schiefgelaufen ist, ist bei mir gelandet. Aber was dann schlimm war, und dann habe ich Führungskräfte eingestellt, Bauingenieur eingestellt, Betriebsleiter eingestellt und habe die beobachtet. Und dann habe ich festgestellt, wie die mit meinen Leuten umgehen. Ich war nicht mit Achselklappen unterwegs, obwohl mir die Firma gehört hat. Aber denen, die sind, da ist bei uns einer Fahrer gewesen, habe ihn zum Vorarbeiter gemacht, dann sind ihm Achselklappen gewachsen und plötzlich ist er mit unseren Leuten umgesprungen. Ich habe gesagt, der spinnt der komplett, bloß weil er jetzt deren Chef ist, hierarchisch, springt er mit denen so um. Und da habe ich immer das Beispiel genommen und habe die dann zusammengeholt und gesagt, welche Kultur ich möchte. Gesagt, für mich, und da habe ich immer den Hoffeger genommen. Gesagt, mir ist wichtig, dass wir immer einen sauberen Hof haben. Und der, den wir haben, der hält den Hof sauber und das ist sein, da hat der glänzende Augen. Und wenn ich über den Hof gehe und treffe den, dann sage ich, du, bin stolz, wie sauber unser Hof ist. Das tut mir doch nicht weh. Und wenn der die Qualifikation hat, Hof zu kehren und der macht es, dann ist er genauso viel wert wie ein Kraftfahrer, der seinen Kraftfahrerberuf macht. Das ist doch das Typische vom Menschen. Darum habe ich vorher schon gesagt, wir können über den Menschen nicht reden, weil es den nicht gibt. Es gibt 7 Milliarden unterschiedliche Menschen und keiner hier drin ist gleich. Und der eine hat mehr Hirn, der andere mehr Herz, der andere mehr Muckis oder sonst was. Jeder ist individuell und das ist die Kunst, für jeden in der Gesellschaft eine Person zu finden. Und da ist die Arbeitswelt eine ganz wichtige, wo er wertgeschätzt wird. Das, was ich vorher gesagt habe. Warum soll man einen Hofkehrer, warum muss man den unbedingt aufqualifizieren, wenn er es selber vielleicht gar nicht mag oder dann wo reinqualifiziert wird, wo er dann völlig überfordert ist und sich nicht mehr wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass wir bei der ganzen Digitalisierung, und da müssten wir uns vielleicht auch noch intensiver austauschen, nicht von Gewerkschaft zu Arbeitgeber, sondern alle, die an dem Thema mitreden können, wie wir diese Revolution, und die haben wir einfach mit der Industrie 4.0 und Digitalisierung, was wollen oder nicht, wie wir das so gestalten und auf welche Arbeitsplätze es sich unmittelbar auswirkt und welche Arbeitsplätze möglicherweise davon überhaupt nicht betroffen werden. Ich glaube auch nicht, dass im Bayerischen Biergarten irgendwann der Roboter rumläuft und das Bier ausschenkt, weil dann ist unsere Kultur am Ende. Also wird es noch lange Bedienungen im Bayerischen Biergarten geben. Und da brauchen wir genau die, die da reinpassen. Und aus so einer Bedienung eine Bürokraft zu machen, das wäre eine Katastrophe. Da wäre ihr nicht geholfen und uns auch nicht. Vielen Dank, Herr Büchel. Ich will ein bisschen differenzierter ein paar Gruppen unterscheiden. Wir müssen eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die dürfen wir nicht außer Acht lassen, das sind Menschen, die aus welchen Gründen auch immer am ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben. Also auch nicht als Hofkehrer. Und da müssen wir überlegen, bekennen wir uns dazu und akzeptieren wir das auch gesellschaftlich und schaffen für diese Menschen einen zweiten oder dritten Arbeitsmarkt, wo sie quasi in öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen noch ein Mindestmaß an Arbeitsleistung erbringen können und da auch Wertschätzung erfahren können und das, was halt alles dazugehört. Also das ist eine Debatte, die denke ich, die muss man führen, weil momentan ist ja das System Arbeitslosengeld 2 Empfänger und dann wird immer noch versucht zu vermitteln, was für die Betroffenen mit Sicherheit frustrierend ist, aber ich bin, dem müssen wir uns einfach stellen. Es gibt einen Teil in dieser Gesellschaft, die werden wir nie mehr in den ersten Arbeitsmarkt bekommen. Die andere Gruppe, das sind die Ungelernten. Herr Büchel, wenn es mal den Reinigungsroboter gibt und der ist nicht mehr so weit weg, dann wird sich für viele Firmen schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen die Frage stellen, beschäftigt dich den Kollegen weiter, der hier Wertschätzung empfindet und erfährt, oder ersetze ich es aus Kostengründen mit dem Reinigungsroboter. Also die Frage wird auch kommen und die Frage ist, wie lange können Sie sich leisten, menschliche Arbeitskraft einzustellen. Es kann im Unternehmen mal der Punkt kommen, wo sie sich dann entscheiden müssen, das betriebswirtschaftlich in den Vordergrund zu stellen. In dem Zusammenhang mit den niedrig qualifizierten oder Ungelernten. Ja, ich bin bei Ihnen, Herr Händler. Wir müssen versuchen, was können die noch durch Weiterqualifizierung und oder Einarbeitung, was können sie für ein Stück weit noch für Tätigkeiten machen, wo sie nach oben kommen, von der Qualifikation her.
Wir müssen aber mitdiskutieren bei dem Thema und darum bin ich Ihnen dankbar. Ich hätte Ihnen fast applaudiert, wenn Sie nicht gleich so weitergeredet hätten. Nein, wo Sie selber gesagt haben, dass auch die, die vermögender sind, ein Interesse haben müssen, dass die Ungleichheit in unserem Land nicht immer weiter auseinandergeht. Weil da sind wir nämlich bei dem Thema bei den Ungelernten und Angelernten. In welchen Einkommensverhältnissen befinden sich diese Menschen und bekommen sie für ihre oder angelernte Tätigkeiten Einkommen, mit dem sie am Ende, wenn sie in Rente gehen, auch eine Rente bekommen über dem Sozialhilfesatz. Ich habe mich in den letzten Wochen da mit dem Thema Rente intensiver befasst. Wenn jemand 2000 Euro brutto verdient, und da haben wir schon noch eine zahlreiche Arbeitsplätze, die in dieser Einkommenshöhe sind, der muss heute 47, na künftig, wenn wir bis auf 43% runterkommen, also wenn rechtlich nichts mehr geändert wird, muss so jemand künftig 47 Jahre arbeiten, damit er eine Rente bekommt am Niveau der Sozialhilfe. Das heißt, wenn der nur 40 Jahre arbeitet oder arbeiten kann, weil er Lücken drin hat, dann hat er sein ganzes Leben gearbeitet und muss im Alter aufstockende Sozialhilfe beantragen. Und da sage ich als Gewerkschafter, das ist sowas von unwürdig. Wenn ein Mensch, egal was er gemacht hat, sein Leben lang gearbeitet hat, dann muss er eine Rente bekommen, die ihn nicht dazu zwingt, staatliche Almosen einzufordern und da die Hosen runterlassen und die Vermögenslage legen. Und deshalb ist ja das Thema, wenn ich jetzt gleich den Schlenker nutzen darf, das Thema Rente und Kurswechsel in der gesetzlichen Rente, das ist das Thema, das sich die Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund für dieses Jahr ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, vielen Dank. Das war jetzt eine... Das, für alle, die es nicht gehört haben, Herr Büchel hat gerade gesagt, zum Herrn Birner, mich haben sie im Boot. Also das ist doch mal eine Ansage. Ja, also ich sage vielen Dank soweit. Jetzt sind Sie mit Ihren Fragen dran.